Okay, das sieht nicht gut aus. Moin Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel's Avengers. Und wir haben schon gesehen, es hat gerade geknallt und von daher müssen wir mal schauen, was da jetzt passiert ist. Laufen wir direkt mal hin. Feuerkräfte? Das ist heftig. Alles in Ordnung? Alles bestens. Ach, coole Kräfte. Ich meine, die sind echt abgefahren. Ich bin ein Polymorpher, denke ich. Es ist cool. Es sind dehnbare Arme und so. Ich arbeite noch daran, es nicht doof aussehen zu lassen. Ja. Du bist ein Inhuman. Ja. Yeah. Wie heißt du denn? Dante. Kamala. Hey, was ist denn mit deinem Bein? Ich hab's mir auf der Flucht gebrochen. Naja. Zumindest bist du entkommen. Meine Mom kam zurück, um mich zu retten. Ja. Ich hab's geschafft. Aber sie nicht. Weißt du, die Avengers werden in ein paar Tagen hier sein, okay? Und dann stürmen sie das Gefängnis. Und deine Mom wird befreit. In ein paar Tagen? Wieso hört mir eigentlich niemand zu? Ich hab mitgehört und Dr. Pym sagte, dass sie alle Gefangenen verlegen werden. Also... finden Sie sie auch? Nein, das werden Sie nicht. Deine Avengers werden Sie nicht finden. Warte, ich helfe dir. Nein! Verstehst du es nicht? Wir sind Inhumans. Keiner schert sich um uns. Nein. Nicht wahr. Das muss ich Bruce sagen. Wir könnten was tun. Kollege ist einfach, vermute ich mal, deprimiert, weil seine Mutter gefangen genommen wurde. Sich nochmal um das Gefängnis zu kümmern. Muss aber natürlich jetzt nicht wegen direkt auf die Avengers gehen, also. Na gut, man fühlt sich in der Hinsicht dann natürlich machtlos, klar, aber dafür planen die das quasi, ne, die Gefangenen da zu befreien. Gehen wir mal zu Hank Pym, vielleicht hat der ja eine Idee. Roy? Eines deiner Einwegchassis muss unbedingt mit Vorräten zur Chimera geschickt werden. Und Roy, unauffällig. Sofort, Doktor. Ich muss es sagen, das ist genial. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, ja, was gibt's denn? AIM verlegt alle Inhumans an einen sicheren Ort. Schon bald. Okay. Du hast mit Dante gesprochen? Sorry, wer ist dieser Dante? Einer von unseren überlebenden Inhumans. Ihn haben wir rausbekommen, aber seine Mutter ist noch drin. Und nach unserer Flucht hat AIM jetzt die Wachen verstärkt. Verstehe. Hey, wir müssen ihnen helfen, Bruce. Das ist keine gute Idee. Was? Da sind Inhumans drin. Ich kann nicht zulassen, dass Dantes Mom... Nein, schon klar. Wir werden nicht einfach nichts tun, okay? Roy ist gerade mit den Energiekernen losgefahren. Das bedeutet, Tony ist in einigen Stunden hier. Wir... sollten warten. Ich verstehe nicht. Wir haben doch den Hulk. Kamala, die Resistance versucht, die Anlage zu infiltrieren. Seit Monaten. Da kommt man viel leichter raus als rein. Und wir hatten Hilfe. Vom Boden aus sind die Mauern nahezu unüberwindbar. Du hast doch gesehen, wozu wir imstande sind. Ich könnte helfen. Aber es ist zu riskant. Du verstehst es nicht. Du bist kein Inhuman. Du bist nicht bereit. Tut mir leid. Wir warten. Hm.
Sorry. Ich kann doch... Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Aber natürlich nicht. Und deswegen kommt deine Stuhl wieder zum Vorschein und wir schleichen uns raus. Natürlich. Was Besseres gibt es nicht. Ah! Sie schlafen gar nicht. Stimmt. Aha. Ich informiere Dr. Pim. Soll er doch informieren. Tust du das bitte nicht? In Ordnung. Guten Abend. Perfekt. Bester Robo. Du bist Roy, stimmt's? Korrekt. Diese überholte Resistance-Einheit steht unter meiner Kontrolle. Sie ist eine von vielen. Also, bist du sowas wie Jarvis? Nein, nicht wie Jarvis. Mein neurales Netzwerk ist im Vergleich infantil. Eines Tages vielleicht. Das ist ohne Witz besser, Robo. Möchten Sie Gesellschaft? Natürlich. Leiste uns doch Gesellschaft. Warum komm bewahrst du mein Geheimnis? Sie sind der Inhuman, den Jarvis beschützt. Dieses Privileg ist ein großes Glück für Sie. Danke, oder? Perfekt. Also anscheinend ist das alles derselbe Robo, beziehungsweise derselbe Kopf und er steuert halt die ganzen Robos. Ist schon geöffnet. Okay. Auf. Ich glaube, du bist hier nach oben. Eine wunderschöne Nacht. Finden Sie mich? Ja, wundervoll. Danke. Können wir uns noch ein paar Kerne mitnehmen? Ja. Hey Kamala, so spät noch auf? Aber natürlich. Ich wollte lügen, aber ich gehe zum Gefängnis. Sie würden die Gefangenen nicht verlegen, wenn wir nicht wären. Respekt. Hier entlang. Wirklich? Einfach so? Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Aber du brauchst das hier. Draußen ist es nicht sicher. Danke, Theo. Heiliger Dornenstein des tödlichen Willens, okay. An sich könnte der ja mitkommen. Dann würden wir ja kein Problem haben, in diese Basis reinzukommen oder in das Gefängnis, weil er ja diese Portale schaffen kann, ne? Oder warum kann er uns nicht vielleicht direkt rein teleportieren? Oh, Artefakte, okay. Artefakte sind besondere Ausrüstungsobjekte mit einzigartigen und hochwertigen Vorteilen. Nebenartefakte beeinflussen die Kraftstufe eines Helden, während Hauptartefakte permanent die Kraftstufe erhöhen. Sobald ein Artefakt gefunden wurde, kann es von jedem verfügbaren Helden ausgerüstet werden. Okay. Kommen wir mal weiter. Ist ja direkt ausgerüstet. Ne. Können es noch ausrüsten. 7 oder 4. Ja. Heiligen Nordstein. Okay, den können wir auch natürlich nehmen. Und damit wär's das. Können wir noch irgendwas skillen? Wir haben ja sogar vieles zum Skillen. Ja, gehen wir mal in die Leichtangriffe. Die sind relativ schwach bei der, wie ich finde. Gehen wir mal hier die ganzen Sachen. Statt dass die er uns reinportet, portet er uns hier. Wenn es klappt, ist alles vergeben. Hoffe ich. Kiste. Nehmen wir direkt mit. Achso, dann müssen wir hier nach oben. Ja, das ist aber ein bisschen doof gemacht, dass man kommt da einfach nicht hoch, ne? Also dass sie sich da nicht hochziehen kann, ist echt komisch. Also so wie hier zum Beispiel. Sucht Drohnen. Hätte ich er uns direkt reingeportet, hätten wir gar kein Problem jetzt. Und deswegen müssen wir hier durch die Prärie laufen. Oh, ja, das war knapp. Oben ist noch was. War das direkt mal? Wow. Noch eine Kiste. Sieht aus wie Schildvorräte. Die müssen sie vor Jahren versteckt haben. Ja, und wir haben sie jetzt gefunden. Dankeschön. Gehen wir direkt hier rüber. Wow. Was ist hier passiert? Wenn vieles zerdeppert, ne? Eine Art
so ein kleines Lager ist das anscheinend. Ich bin mal gespannt, wie leicht wir da reinkommen, weil die haben es ja schon mehrmals versucht und haben es dann nicht geschafft. Aber es ist ja anscheinend so schwierig, hat er ja gesagt. Aber anscheinend können wir einfach reinspazieren, oder wie sieht das aus? Er sagte doch, sehr stark bewacht. Und hier ist einfach absolut gar nichts. Große gelbe Tür. Sie schreit laut. Eingang. Ah, gleich. Wir holen uns hier noch die Units. Die Ressourcen. Und jetzt. Wenn ich die aufkrieg, bin ich drin. Ja, okay, was man sagen will. So tun, als hättet ihr mich nie gesehen? Wäre dann doch schon komisch gewesen, wenn wir jetzt einfach so reingekommen. Nichts erfasst. Ah, die Roboter haben auch echt viel Leben und machen auch echt viel Damage. Im Leben. So. Oh, der ist betäubt. Zack, der eine schon mal weg. Aber der. Das ist auch wirklich so ein Elite-Roboter. Der weicht aus und ist absolut stark. Ihr seid echt viele, wa? Schon okay, kein Problem. Hey, Mörderroboter! Ich hab mir gedacht, soll ich meinen Moves Namen geben? Spaghetti-Schlag! Und Hausstoß! Dass er einfach so meine Attacke unterbrechen kann. Digga, schon wenig. Noch kann ich schaffen. Tschüss. Es hört gar nicht mehr auf. Naja, was erwartet man auch, ne? Dass man einfach so reinstürmt und einfach reinkommt. Oder? Das habt ihr nicht gesehen, was? Das ist Exo. Für ihn machen. Den? Ah, als ob da noch einer spawnt. Wenn wir den auch noch schnell fertig machen, bevor wir wieder klein werden. Das ist ein echtes Problem. Nein, 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 mach den noch fertig. Okay. Jetzt Alter. Ja moin. Die ist einfach noch größer. Die Bedingungen unserer Vereinbarung waren klar. Wir liefern das Heilmittel und Sie kümmern sich um die Medien. Wir haben unseren Teil erfüllt, aber was ist mit Ihrem Heilmittel? Kinder werden ihren Familien entrissen, Menschen verschwinden? Selbst meine Ressourcen haben Grenzen. Die Öffentlichkeit braucht Antworten. Ich gebe Ihnen etwas Besseres. Der Start der Adaptoids wird die perfekte Ablenkung sein. Und danach? Ohne Beweise, dass Ihr Heilmittel funktioniert, ist in einigen meiner Kreise schon von Terrorismus die Rede. Es wird funktionieren, Senator. Ich habe vollstes Vertrauen in Dr. Rappaccinis Fähigkeiten. Wie viel davon war gelogen? Die Wirkung des Gases ist weiterhin nur von kurzer Dauer. Und ohne meine Formel, um sie am Leben zu erhalten, wird das Gas... Sie töten! Es funktioniert nicht! Das Gas hat uns die Adeptoids beschert. Meine Formel hält sie am Leben.
Ich müsste nur seine Wirkung bei den Inhumans isolieren, dann könnte ich die Effekte rückgängig machen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten. Wir haben genug Kräfte gesammelt, um ihre Armee zu bauen. Wir müssen die Verluste einschränken. Beenden Sie es. Was mache ich hier? Ich mag doch gar keine Kinder. Oh, und dann können wir jetzt mittlerweile Widow spielen, oder wie sieht das aus hier? Widow-Seil. Drücke in der Luft X, um einen Kletterhaken auf Kanten oder Stangen in der Nähe abzufeuern. Okay. Mal schauen, was sie so drauf hat. Sollte zu Monikas Labor führen. Wahrscheinlich ist Kamala dort. Hallo? Kann mir jemand die Tür aufhalten? Verdammt. Na schön. Sie haben die Admin-Codes, die ich letztes Jahr installiert habe, noch nicht ersetzt. Schlamperei. Ja, kommt die Taktion. Ah, das Ganze kennen wir ja schon, damit wir das Ganze aktivieren, müssen wir halt drauf losschlagen. Also, dann nehmen wir Tür Nummer 2. Ja, sieht aber nicht ganz ungefährlich aus. Mitten in der Produktion. Adaptoids? Die kenne ich nur als Pläne. Tauben baut hier eine Armee. Eigentlich könnten wir doch jetzt hier was sabotieren, oder nicht? Wäre doch ganz praktisch. Und im Nachhinein dann nicht gegen die kämpfen zu müssen, ne? Ja, doch eine ganze Menge, Alter. Sammelobjekt, Monikas Labor. Kann man irgendwas hier aktivieren? Irgendwas zugreifen? Oh, versteckte Kiste. Oh, gut. So, und weiter geht's. Das Labor hat Priorität. Wehe, das ist das Mädchen, Monika. Glaube ich nicht. Ich muss da rein. Ah ja, man wird angeblich jetzt nicht mehr gesehen. Schattenschleier wirft eine Tarngranate, die im Kameraden in der Nähe unsichtbar macht. Unsichtbare Spieler können nicht verfolgt werden und verlieren die gesamte Aggro. Ja. Was ein Move. Kann ich den erledigen? Oder kann ich. Vielleicht doch im Nachhinein. Ich hatte auf einen Kampf gehofft. Ja, dann hättest du dich aber nicht unsichtbar machen sollen. Mein Gott. Bitteschön für eine Interaktion, dass du an jeden Aufzug dann, an jeder Tür dagegen schlagen sollst. Haben die Architekten sich dabei gedacht? Das ist nur hier die. Monikas Büro. Klopf, klopf.
Jemand zu Hause? Da seid ihr ja. Ach, ernsthaft. Ah, und jetzt sollen wir schießen, obwohl wir leise agieren sollen. Nicht mal ein Alarm angegangen. Hübscher Fund. Jetzt wissen wir, wer hier die Fäden zieht. Mein Gott, nimm dir doch einfach das Sammelobjekt und fertig. Jahre undercover und ein Mädchen aus Jersey City führt mich ins Herz der Operation von AIM. Jede Menge Sammelobjekt. Adaptoids werden von der Regierung finanziert. Maschinen ersetzen Soldaten. Die Idioten bezahlen ihren eigenen Putsch. Sollen sie halt selber wissen, die den Untergang miterleben möchten. Diese Tür schreit ja förmlich Superschurkenlabor. Okay. Monikas Labor. Finden wir raus, wo sie das Mädchen festhalten. Auch schon. Wird sie sein? Aber hier ist wieder ein Pult. Was hast du dir nur gedacht, Kleine? Du hättest nicht kommen sollen. Natürlich. Okay. Wo bist du? Dunkles Terrigen. Keins deiner angeblichen Heilmittel funktioniert, Monika. Du reizt ihre Kräfte. Das tötet sie. Du suchst gar nicht mehr nach einem Heilmittel. Die Formel hält Inhumans nur so lange am Leben, bis ihre Kräfte kopiert sind. Das ist nur eine Tarnung für deine kranken Experimente. Du stiehlst ihre Kräfte, um Adaptoids zu erschaffen. Ich muss Kamala finden. Alles klar.